wird in der Biochemieanlage von Blackwood verwertet. Diese Leben sind an Blackwood verloren. Wir müssen Blackwoods Präsenz in den Favelas ein Ende setzen. Und genau das werden wir jetzt tun. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, wir sind wieder ein volles Team. Und dann würde ich sagen, nicht lange zögern. Ist wieder gleich Level wie vorhin, merke ich gerade. Naja. Das war irgendwie fail. Wollen wir keinen Sanitäter dabei haben. Das war unklug von euch. Naja. Macht nichts. Letztes Mal bin ich an der Stelle, glaube ich, auch gestorben. Nur in diesem kleinen blauen Punkt. Das ist unser Problem. Den müssen wir treffen. Und für Granaten ist er irgendwie nicht anfällig. Selber Munition. Das war unklug. Auf der einen Seite hochzuklettern, auf der anderen Seite wieder runterzuspringen. Ja, der Rest kommt jetzt auch. So, dann hier hoch und
Sicherheit und Panzerung regeneriert. Kameraden wiederbelebt. So, da vorne ist unsere Evakuierung. Ja, ich bin wieder gestorben. Nur noch zum zweiten, na gut, aber jetzt. Zurück müsste jetzt nicht gegen den Mesh kämpfen, sondern nur zur Evakuierung kommen. Der Hubschrauber ist unterwegs. Auf Evakuierung vorbereitet. Lol wäre, wenn man auf den Helikopter fliegen müsste, als wenn irgendwer. Der Feind setzt einen experimentellen Kampfmech ein. Er ist gegen gleichkalibriges Feuer resistent. Benutzt die von unserem Transporter bereitgestellten Raketenwerfer. Zielt auf das Cockpit, um den Mech unschädlich zu machen. Ich mal in meine Richtung. Jetzt dreh schon. Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert. Kameraden wiederbelebt. Das war unklug, was ich gerade gemacht habe. Ich bin unter das Auto
und das Auto unter den Helikopter drunter gelaufen. Tolle Gut. Arbeit, Team. Das haben wir diesmal schneller geschafft. Und trotz dass es jetzt nur 10 Minuten waren, würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.